Ciao ciao amici, benvenuti a Pirelli. Pirelli, un nuovo gomme 2019. Angelo GT2. Spaß beiseite, das ist der neue Angel GT2. Sporttouren Promotion Reifen. Promotion, na, da werden wir mal schauen. Ah, Aktion im Wert von 99 Euro. Wer Reifen kauft, kriegt einen Rückenprotektor von Speedy dazu. Was ist das Besondere am neuen Angel GT2? Warum soll man umsteigen vom normalen GT bzw. von anderen Marken? Und wir haben das Vergnügen, Frank Facher hier zu treffen. Hallo. Frank, ein kurzes Keep It Short and Simple Video. Optisch sieht ja fast gleich aus. Was ist das Besondere am neuen GT2 im Vergleich zum Vorgänger? Einsatzzweck, wo würdest du sagen, ist der genau der richtige? Also der Angel GT2 ist der Nachfolger von unserem Angel GT. Der, sag ich mal, in unserem Haus beste Tourensportreifen bei Pirelli. Wir haben den GT2 jetzt nochmal geupdatet und nochmal verändert. Man sieht schon am Profil eine gewisse Ähnlichkeit am Vorder- und am Hinterrad natürlich. Ist eine große Anlehnung auch an Intermediate- und Rennreifen da. Also ganz klar, der Fokus lag wiederum auf dem Thema Nasshaftung. Nasshaftung, sehr richtig. Wir haben hier in Mitteleuropa natürlich auch die Themen, dass es mal kalt ist, dass es mal regnet und ein Tourensportreifen muss das alles abdecken. Entsprechend war hier ein großer, wichtiger Punkt im Lastenheft natürlich das Thema Nasshaftung. Und das Thema Tourensport wird bei uns auch so, sage ich mal, auch gesehen, dass sich so ein Reifen immer weiterentwickeln muss und der Einsatzzweck und das Einsatzgebiet immer größer werden muss. Deswegen ist auch das Thema Sportlichkeit hier nochmal verbessert worden. Das heißt, an der Kontur ist ein bisschen spitzer geworden, wodurch man einfach mehr Kurvenhaftung und so weiter erzielen konnte und das Thema Sportlichkeit auf jeden Fall nochmal unterstreichen konnte. Also Handling ist einer der wichtigen Punkte gewesen bei der Verbesserung. Definitiv. Genau, Laufleistung ist natürlich wie immer im Bereich Turnsportreifen auch extrem wichtig. Ich meine, Turnsportreifen muss großes Feld abdecken, man muss mit dem auch längere Touren und Strecken, auch mal Urlaubsfahrten und so weiter absolvieren. Deswegen sage ich mal, sind einfach diese drei Key Features natürlich das Handling, die Sportlichkeit, das Einsatzgebiet von der Breite vom Einsatzgebiet, Kaltaufwärmverhalten, Kaltlaufeigenschaften und so weiter, aber auch Nasshaftung und natürlich auch als drittes die Thema Laufleistung. Die drei letzten Features, die du gerade genannt hast, waren ja auch immer ein großer Vorteil vom Angel GT und wurde zum Beispiel bei den 1290 Superduke Jungs sehr geliebt. Das heißt für mich, wenn ich das jetzt mal knallhart formuliere, entscheidender Faktor ist in erster Linie die Handling gewesen, dass man sagt, man von dieser Dachkonstruktion, die man vorher hatte im Hinterrad, gehen wir weg, wir gehen das mehr ins Handling rein, um einfach ums Curve zu kommen. Und die anderen beiden Themen, Laufleistung, Nässe, Kälte, Performance wurde entsprechend, klar, es ist jetzt glaube ich 4 Jahre her, wo der genau. GT rauskam, nochmal entsprechend verbessert. Ist das so korrekt? Definitiv, genauso ist es. Ich sage, die Tendenz, die Motorräder werden immer vielseitiger, die Reifen werden immer vielseitiger, das Einsatzgebiet wird immer größer. Viele Supersportler greifen uns auch ab und an schon mal auf einen Tourensportreifen, weil die Performance mittlerweile schon so gut ist. Und genau dafür ist auch der Angel GT2 jetzt, der genau in diese Nische, in diesen Bereich rein will. Da geht's los. Super! Frank, ich danke dir für die kurzen Informationen. Leute, viel Spaß. Angel GT, Reifen 2019.